dein Mann den alten Schatz. Und nur seine Tochter Sarah kannte den geheimen Platz. Sie schrieb den Weg in Rätseln nieder, doch wer schlau und mutig ist, wird entdecken, dass der Schatz hier liegt im Haus von Anubis. Ein Geheimnis, tausend Fragen, das ist das Haus. Anubis, rätselhaft an allen Tagen, das ist das Haus. Anubis, komm und trau dich, finde raus, was hier geschehen ist. Los. Ich habe von Sarah geträumt. Sie kam, um mich zu warnen. Sie hat gesagt, dass ich nicht jedem blind vertrauen darf. Was machst du da? Ich hab mir die Maße von deinem Bett aufgeschrieben, weil ich dir ein neues besorgen will. Aber jetzt ist es keine Überraschung mehr. Du lügst wie gedruckt. Aber das, du miese Ratte, mich ausseuchen, während ich schlafe. Mein bester Freund. Beste Freunde haben keine Geheimnisse voreinander. Daniel hatte recht. Man kann dir echt nicht vertrauen. Wenn die das rausfinden. Gute Idee. Am besten, wir gehen gleich rüber. Ich bin mal gespannt, was deine neuen Freunde denken, wenn sie erfahren, dass du sie verraten hast. Aber mach dir keine Sorgen. Ich verspreche dir, dass ich nichts verrate. Wenn du mir versprichst, dass wir wieder beste Freunde werden. Richtige Freunde. Du schwörst, dass du nichts verrätst? Ich schwöre es. Auf unsere Freundschaft. Delia, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, Felix in den Club aufzunehmen. Du meinst, dass Sarah von Felix gesprochen hat? Felix kann man vertrauen. Er hat zweimal sein Leben riskiert und er hat das Rätsel im Keller gelöst. Wenn Daniel nur endlich das Rätsel finden würde. Mit dieser Scheibe wird alles einfacher, oder? Blödes Ding. Weißt du was? Wir machen einfach eine Prismenscheibe daraus. Oder 500 paar Goldohrringe. Schlaf gut. Du auch. Du kannst nicht jedem blind vertrauen. Sei auf der Hut. Hey, dann Röschen. Guten Morgen. Ich hatte so gut geschlafen, ihr auch? Willst du so deine Rede halten? Entschuldigung, Geschmäcker sind ja verschieden. Nicht jeder kann sich ständig ein neues Kostüm leisten. Da ist jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden. Es tut mir leid. Das hat sie mit Absicht gemacht. Ach komm, kauf dir auch einfach eine neue Jacke. Okay, ich mach mich dann auch mal aus dem Staub. Mit den ganzen Broten? Warum ist sie nicht einfach hier? Nee, die sind nicht für mich. Die sind für Magnus. Ich hab eine Wette verloren. Tja. Felix? Felix, wenn du schon gehst, dann kannst du das kurz bei Victor vorbeibringen. Ja, aber ich, also... Hier, komm, ab die Post.
ist da? Der Postbote. Davon. Hey. Für die Rede heute, oder? Und das hier? Ja, naja, das ist okay. Das geht alles nicht. Was soll ich denn machen? Die Lea sieht immer so gut aus und ich? Mara, weißt du was? Entweder du sagst ab und wir sprechen nie wieder über die Sache. Oder du machst mit und ich will kein Gejammer mehr hören. Also, sagst du ab oder machst du mit? Ich mach weiter. Gut. Hast du Geld? Ja. Dann kauf dir was Schönes. Zeit für einen neuen Look. Hier. Schau mal, was ich meinem besten Freund mitgebracht habe. Felix, ich bin gerührt. Womit habe ich das nur verdient? Sowas machen Freunde doch, oder etwa nicht? Na, nimm. Hm. Frisch gepresst? Ja, ja. Hm. Ah. Ich finde, dass Felix heute Morgen irgendwie seltsam war. Nina vertraut Felix nicht mehr so richtig. Er hat ein Eid abgegeben. Er hat geschworen, dass er nichts sagt. Ja, auf sein eigenes Blut. Ist das wegen dem Traum von Sarah? Ja. Du bist zu spät. Ja, tut mir leid. Hey, ich hab was. Es hat was mit dem Sternbild Orion zu tun. Hier. Orion ist neben dem großen Bären eines der hellsten und schönsten Sternbilder am nördlichen Himmel. Seit jeher fasziniert es die Menschen und erweckt ihre Augen. Was macht der denn hier? Ich muss ihm heute Morgen diesen Expressbrief vorbeibringen, aber es stand kein Absender drauf. Ich hab versucht, den Brief gegen das Licht zu halten, um den Inhalt zu lesen. Als ich bei seinem Büro ankam, war da die Stimme von einem Mädchen. Aber er hat die Tür sofort wieder zugemacht und die Jalousien waren unten, also tut mir leid, ich muss noch mal. Ich habe wieder eine Strafarbeit von Altrichter gekriegt. Überraschung. Oh Mann, du hast mich zu Tode erschreckt. Als Dank für das Frühstück. Willst du es nicht auspacken? Oh, ist das nicht viel zu teuer? Du kannst doch einfach nur Danke sagen. Vielen Dank, Alter. Ja. Hallo, Nina. Hallo. Hi. Hallo. Willst du es nicht herzeigen? Von Magnus. Cool, was? Mhm. Ich dachte, Felix hat auch mal was Schönes verdient. Ein Kumpel? Wer war das? Das? Eine von meinen Schnecken. Lösen. Es wird nicht gut. Es wird nicht besser. Es wird am besten. Und deshalb ist es wichtig, dass sie für mich stimmt. Für Delia. Weißt du, wo Mara ist? Nein, weiß ich auch nicht. Sie hätte schon längst hier sein müssen. Funktioniert das?
funktioniert. So, jetzt möchte ich die nächste und gleichzeitig letzte Kandidatin zu mir hier auf die Bühne bitten. Und zwar Mara Minkma, bitte. Mara Minkma? Wo ist sie denn? Ihr habt ja ganz schön aufgerüstet. Hast du im Lotto gewonnen, Magnus? Mein bester Freund, dir das noch nicht erzählt? Ich dachte, ihr seid so eng in letzter Zeit.